Liebe Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Geburtsfeier meiner bezaubernden Tochter Easy. Das bin ja ich! Ich bin Easy, Dornröschen Easy. Oh yeah! Mein Name ist Easy Cheesy und damit willkommen zum Leben als Dornröschen, das wir heute leben dürfen. Das ist unser Papa und ist das meine Mama? Die hat auch so schöne blonde Haare. Als Königin begrüße ich Sie alle. Das ist ja ein wunderschönes Fest. Nur zu meinen Ehren wird es ausgerichtet. Wir haben jahrelang auf Ihre Ankunft gewartet. Und sie ist nun endlich geboren. Jahrelang? Das muss ja eine ganz schön heftige Schwangerschaft gewesen sein, Mama. Sie nickt. Lass die Feier beginnen! Ja! Wuhu! Party! Let's go! Aber was sind das für kleine, süße Lebewesen da? Heißt die drei guten Feen willkommen? Die drei guten Feen? Sind die für mich da? Sie sind gekommen, um Prinzessin Easy ein magisches Geschenk zu machen. Wow, ich kriege Geschenke, magische Geschenke. Okay, dann lass mal sehen. Wir fangen mit dir an. Was hast du für mich? Hallo Prinzessin Easy, ich bin Flora und ich werde dir Schönheit schenken. Oh, wow, dankeschön. Hat schon funktioniert? Ja, ich finde schon. Was ist mit dir? Was hast du für mich? Kleine Prinzessin, ich bin Fauna und ich gebe dir eine sehr schöne Stimme. Oh la la, ist meine Stimme jetzt angenehmer geworden? Ich hoffe, das hat funktioniert. Okay, nein, Joke. Ja, cool, danke schön. Jetzt habe ich eine schöne Stimme bekommen. Dann haben wir noch eine dritte kleine Fee. Oh mein Gott. Wer ist das denn? Pass auf. Guten Abend, König Stefan. Vater, wer ist das? Die sieht aus wie eine böse Hexe oder sowas. Ich sehe, dass alle hier sind, um die Prinzessin zu begrüßen. Ja, hallo, ich bin die Prinzessin. Aber ich fürchte, meine Einladung ging leider verloren. Ich glaube nicht, dass sie eingeladen war, oder? Wer ist denn das? Maleficent, du bist hier nicht willkommen. Kann er das einfach sagen? Aber lasst mich der Prinzessin auch ein Geschenk machen. Okay. Was willst du mir schenken? Am Sonnenuntergang ihres 16. Geburtstags wird sie sich an einer Spindel in den Finger stechen und sterben. Was? Sie hat mich verflucht! Muahahaha! Nein! Sie hat mich verflucht! Was? Sie hat mir einen Todesfluch auferlegt? Was machen wir denn jetzt? Oh nein. Mein König, ich bin Sonnenschein. Vielleicht kann ich helfen. Bitte, Fee, hilf mir. Easy, wenn der Fluch wahr wird, wirst du nicht sterben, sondern nur in einen tiefen Schlaf fallen. Du kannst jedoch nur durch einen Akt der Freundlichkeit geweckt werden. Okay, ich meine, immerhin muss ich jetzt nicht sterben, wenn ich 16 werde. Oh, Mama, was mache ich nur? Gute Feen, ich glaube, meine Tochter wird hier nicht sicher sein. Was passiert jetzt mit mir? Ich bitte euch, sie mitzunehmen und sie bis zu ihrem 16. Geburtstag versteckt im Wald aufzuziehen. Ja, mein König, wir werden sie beschützen. Oh, was ist denn los, Tante Fauna? Easy, komm her, Kind, heute ist dein 16. Geburtstag. Mein 16. war's? Okay, let's go! Wir müssen ihn vorbereiten. Geh und pflück ein paar Erdbeeren, Liebes. Oh, okay, alles klar. Ich wollte doch heute zocken den ganzen Tag. Oh, Mist. Ich wollte doch den ganzen Tag Computerspiele spielen. Ich habe schon alles vorbereitet und mein PC die ganze Nacht angelassen. Okay, egal. Ich gehe einfach ganz kurz in den Wald und pflücke ein paar Erdbeeren, weil meine Tante das so will. Was machen die anderen Tanten eigentlich? Lasst uns mal schauen. Tante, ich komm runter. Seid ihr noch am Schlafen? Oh. Die sind alle schon wach. Ah, Mist. Okay, seid ihr draußen? Hallo, Tanten? Da seid ihr ja. Oh, sie macht bestimmt gleich Frühstück. Hallo. Alles Gute zum Geburtstag, Easy. Dankeschön. Beeil dich mit den Erdbeeren, Easy, bevor Tante Sonnenschein die ganze Geburtstagstorte wegnascht. Oh, Sonnenschein, bitte nicht. Happy Birthday. Gleich gibt's lecker Kuchen.
Yeah! Ich glaube, wir brauchen die Erdbeeren für den Erdbeerkuchen, oder? Okay, ich gehe mal lieber schnell wirklich los, bevor hier die Hälfte meiner Torte noch weggefressen wird oder sowas. Okay, wir müssen die Erdbeeren. Mist, die sind alle schon wieder hier. Oh, das sind Erdbeeren, aber die sind nicht mehr da. Vielleicht müssen wir in den Wald gehen und von da welche holen. Hier sind Kirschen an den Bäumen. Ich weiß, dass definitiv hier im Wald ein paar Erdbeeren sind. Okay, die können wir... Hier, Walderdbeeren! Das sind die leckersten. Die haben nämlich am meisten Geschmack. Die sind richtig köstlich. Und hier vorne? Oh, ja! Hier sind überall welche. Oh, wunderbar. Warte mal. Hallo? Du bist... Ich hab dich gesehen! Letztens online auf dem Server. Ich hab gegen dich gespielt. Davon habe ich heute Nacht geträumt. Die gehören mir. Ich hab dich im Traum gesehen. Du hast mich in Bed Wars geschlagen. Kann das sein? Bist du für eine Verrückte? Was? Nein, du, ich hab dich doch in Minecraft gesehen, oder nicht? Ja, heißt du nicht Prinz Flo in Minecraft? Ist das nicht dein Account? Ja. Oh, warte mal, ich will eine Revanche. Okay, ja, wir treffen uns nachher auf dem Server. Du weißt die IP. Und dann spielen wir gegeneinander. In 1 gegen 1? Jetzt 1 gegen 1. Ja, Stickfight. Ich werde dich fertig meine machen. Erdbeeren. Ich werd dich, meine Erdbeeren! Ich habe heute Geburtstag, okay? Ich werde 16. Bis dann, ciao! Oh, den mache ich fertig in-game. Aber sowas von... Okay, wir müssen uns beeilen. Ich muss schnell auf den Server gehen, damit wir das noch rechtzeitig schaffen. Tante, ich bin zu Hause. Ich habe Erdbeeren. Können wir das mit dem Kuchen einfach überspringen? Happy Birthday. Danke, danke. Hier sind die Erdbeeren. Wir müssen schnell. Ich muss jetzt... Easy, alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke, danke. Habt ihr mir schon gewünscht. Okay, könnte ich erst an meinen Computer gehen? Wir müssen dir etwas sagen. Du bist eine Prinzessin? Was? Wie, ich bin eine Prinzessin? Wovon redest du? Die Prinzessin von König Stefan und Königin Lea. Wie jetzt? Hä, was meinst du damit? Ich bin doch nur ich, hä? Und wir sind deine drei guten Feen. Ja klar, seid ihr meine Feen, ihr habt ja nicht mal Flügel. Wir haben dich hier versteckt. Eine böse Fee, Maleficent, hat dich als Baby verflucht. Warte, stimmt das, Flora? Warte, Fauna, Sonnenschein, du bist Sonnenschein, Sonnenschein. Ist das wirklich wahr? Dein Vater wollte, dass wir dich beschützen. Aber jetzt bist du kein Kind mehr und du musst zurück ins Schloss. Aber ich wollte doch Minecraft spielen. Ich will nicht, ich will keine Prinzessin sein. Ich will Minecraft spielen. Keine Widerrede, wir haben es deinem Vater versprochen. Minecraft ist nichts für Prinzessinnen. Was doch wirklich ist, ich spiele so gerne Minecraft. Dein Kleid und deine Krone warten im anderen Raum auf dich. Geh dich umziehen, Easy. Aber Flora, ich will nicht. Oh. Kleid und Krone, wer braucht schon Kleid und Krone? Das da soll es sein. Oh, dann ziehe ich das eben an. Aber umso schneller ich das hinter mir habe, desto schneller kann ich zocken gehen. Oh, okay, es sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Ist ja auch nicht schlimm. Jetzt müssen wir nur irgendwie diesen Geburtstag hinter uns bringen und scheinbar ins Schloss gehen oder sowas. Also ich wäre dann soweit. Du bist so schön, Prinzessin. Dann lass uns jetzt gehen. Was soll ich denn jetzt in einem Schloss? Da draußen sind Leute, die denken, ich wäre ihre Prinzessin. Hallo. Ja, ich wohne jetzt hier, offensichtlich. Die haben mich aus meinem Zuhause gerissen und das Ganze zweimal. Oh, dabei wollte ich doch nur Minecraft spielen. Eine Idee, wo wir einen Computer finden. Ich habe hier ein Umkleidezimmer. Da vorne ist ein riesiges Badezimmer, aber... Kein Computerzimmer! Ich kann nirgends zocken, das darf doch nicht wahr sein! Komm schon, gib mir... Hat das Licht gerade... Hat das Feuer gerade die Farbe gewechselt? Blaues Feuer? Blau? Die Farbe meiner Augen, mit denen kann ich den Computer sehen? Da sind... Hier war ein Knopf! Wir haben uns teleportiert! Okay, okay, hier ist noch ein Licht. Das ist bestimmt so eine Art Elektrizität, die mich zu Minecraft führt. Da vorne. Hier geht's lang. Seht ihr all die Lichter? Was ist das denn? Das ist aber kein Computer. Hier ist einfach nur ein Hocker. Und was ist das hier? Vielleicht erzeugt das den Strom, den wir brauchen, um den Computer zu betreiben. Okay, dann machen wir das. Komm schon. Prinzessin? Du bist nicht erschienen zu unserem 1 gegen 1.
Nanu? Hallo? Ich werde dich aufwecken. Unser 1 gegen 1 wird stattfinden. Du kommst mir nicht aus. Ich muss mal Maleficent finden. Na, warte. Du nimmst mir nicht die Chance, eine Prinzessin zu one-v-one. Hallo? Prinz Flo, du bist hier. Du musst mit Maleficent kämpfen. Ja, genau deswegen bin ich hier. Wir geben dir das Schwert der Wahrheit und den Schild der Tugend. Oh, okay, alles klar. Jetzt bin ich ready. Geh jetzt und gewinne diesen Kampf. Das habe ich vor. Let's go! Maleficent. Hi. Ich habe was mit dir zu begleichen. Hallo, mein Prinz. Du wirst Prinzessin Easy nicht retten. Sie wird für immer schlafen. Schlafen? Wie soll ich denn 1v1 machen gegen jemanden, der schläft? Nee, auf gar keinen Fall. Let's go. Ich glaube, ich mache jetzt 1 gegen 1 gegen dich. Bekämpfe mich. Glaubst du wirklich, dass du diesen Kampf gewinnen kannst? Ja, Schwert der Wahrheit. Was sagst du? Schild der Tugend? Wir machen das. Ich bin die mächtigste böse Fee und du wirst sterben. Was zum... Lauf! Bist du so groß? Oh mein Gott. Ob Maleficent, Drache oder Maleficent normal? Ich werde dich beseitigen. Komm her! Oh mein Gott! Schwert der Wahrheit, lass mich nicht im Stich! Für das 1 gegen 1! Boom! Okay, endlich hier. Komm schon! Ich sage, es hat geklappt, mach auf! Ich habe meine Wüste besiegt! Ich habe alles getan, ich habe sie abonniert, ich habe sie besiegt, ich habe mit dem Schwert ein 1 gegen 1. Was? Abonniere mich. Atme aus. Hey, ich hab dich abonniert. Oh, was? Oh, hallo, da bin ich wieder. Mann, hey. Hab ich gut geschlafen. Oh, wie lange war ich weg? Oh, warte mal kurz. Das Datum? Nicht lange genug. 100 dass Jahre? Dass du mir nicht ein 1 gegen 1 schuldest. Ich habe gerade 100 Jahre geschlafen. Deswegen fühle ich mich so erholt. Du hast meinen Kanal abonniert. Oh, ich glaube, dadurch wurde ich aufgeweckt. Vielen Dank, richtig nett von dir. Jetzt kann ich dich endlich in Bed Wars besiegen. Alles klar, Freunde. Das war's hier mit dem Leben von Dornröschen. Lasst ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Schaut bei Flo vorbei, der hat hier super mitgemacht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Yeah, bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Abonniert Prinzessin Easy und Prinz Flo, Leute. Abonniert uns einfach. Und hasta la posta.